Der S2-Kontext. Zur Sendung begrüßt Sie Martin Heule. Heutzutage kann man kaum noch sagen, dass die Weltbank oder der IMF Institutionen sind, die den Armen helfen. Im Gegenteil. Das meint kritisch Peter König, der ein Berufsleben lang für die Weltbank als Experte für Wasserprojekte gearbeitet hat. Jetzt hat er seine Erfahrungen in Romanform gebracht. Das Buch ist englisch unter dem Titel Implosion herausgekommen. Peter König lebt meist in den USA, kommt aber regelmäßig nach Genf. Bei seinem letzten Aufenthalt habe ich ihn nicht als Romanautor, sondern als ehemaligen Mitarbeiter der Weltbank befragt. Inzwischen ist aber die Finanzkrise ausgebrochen. Ich habe ihn also vorgestern angerufen und ihn gefragt, was wir denn in Sachen Weltbank nachzutragen hätten nach dieser Finanzkrise und welches vor allem die Auswirkungen für die Entwicklungsländer sind. In 1929 war die Welt bei weitem nicht so globalisiert durch transnationale Verpflichtungen und so weiter, wie sie es heute ist. Heute beträgt die gesamte US-Regierungsschuld 53 Billionen. Man nimmt an, sie werde sich bis am Ende 2008 auf 60 Billionen steigern. Das ist etwa viermal mehr als das amerikanische Bruttosozialprodukt, das heute ungefähr um 13,5 Billionen steht. Aber heute, und das ist jetzt das Wichtige, aber heute ist der Dollar noch immer die Reservewährung der meisten Länder, speziell der Entwicklungsländer. Das heißt, die Schuld ist auf der ganzen Welt verteilt. Zum Beispiel China etwa 2 Billionen, Japan eine und ölproduzierende Länder eine Menge, Europa ebenfalls. Das Vertrauen, das der Dollar heute noch einigermaßen hat, ist deshalb künstlich. Wenn der Dollar zusammenbricht, würden sonst auch die Reserven dieser Länder total zerfallen. Und das möchte weder China noch Japan noch die Ölproduzenten, das ist klar. Deshalb wird er wahrscheinlich langsam zerfallen. Peter König hat zuerst 8 Jahre in Wasserprojekten für die Weltbank gearbeitet, dann 11 Jahre bei der Weltgesundheitsorganisation für gleiche Programme, dann ab 1991 war er wieder für die Weltbank unterwegs, im Nahen Osten, im Maghreb, in Afrika, in Südamerika. Seit 2004 ist er pensioniert und arbeitet als freier Berater für verschiedene Entwicklungshilfeorganisationen. Und nun dieser Roman über die Weltbank. Weshalb Fiktion? Und nicht einfach nackte Fakten. Ich habe dafür eigentlich 2 Gründe. Der erste Grund war, weil ich tatsächlich diese Information, die sehr wenigen Leuten bekannt ist, unter so viele Leute wie möglich bringen wollte. Und ich dachte, mit einem Roman, also mit einer Fiktion, die gleichzeitig aufklärend ist, aber auch unterhaltend ist, könnte man eine größere Leserschaft erreichen als mit Non-Fiction, also mit einem Fachbuch. Und der zweite Grund ist, weil ich mit diesem Buch eine Menge Probleme anspreche und eigentlich Aufklärungen mache über Dinge, die los sind, die angestellt werden von Institutionen wie die Weltbank und dem IMF, dem Internationalen Währungsfonds und anderen ähnlichen Organisationen. Weil viele dieser Entscheidungen, die sind nirgendwo bekannt, die werden auch nicht dokumentiert, die kenne ich aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung. Und aus Erfahrung von Kollegen, wir reden miteinander über so Sachen, aber die sind nirgendwo dokumentiert. Und es ist sehr schwierig, solche Vorkommnisse zu beweisen. Deshalb passt eigentlich Fiktion eher dazu als Non-Fiction, weil es eben schwierig ist. Ich weiß, dass es wahr ist, was da drin steht, aber es ist nicht beweisbar. Der Mann sitzt also auf über 30 Jahren Erfahrung aus dem Innern der Weltbank. Was läuft da schief? Peter König. Da läuft eigentlich sehr viel schief. Ich würde mal sagen, heutzutage kann man kaum noch sagen, dass die Weltbank oder der IMF Entwicklungsinstitutionen sind oder sagen wir mal Institutionen, die den Armen helfen. Im Gegenteil, die beiden Institutionen, die helfen heute den Korporationen, den Riesen, meistens US-Korporationen, die Bodenschätze von Entwicklungsländern auszubeuten. Und zwar geschieht das folgendermaßen, ich muss da ein bisschen zurückgreifen wieder. Als 1995 der amerikanische Kongress total von den Rechtsextremen, von den Republikanern übernommen wurde
Man muss dazu noch sagen, dass die Amerikaner immer einen großen Einfluss hatten, einen größeren als die Europäer. Die Amerikaner sind praktisch ausschlaggebend, und was geschehen soll in beiden dieser Institutionen, weil die Entscheidungen nicht getroffen werden wie bei der UNO, ein Land, eine Stimme, sondern je mehr ein Land finanziell beiträgt zu diesen Institutionen, je mehr haben sie zu sagen. Und da die Amerikaner im Augenblick etwa 17% haben oder ein bisschen mehr, und der nächstgrößte sind England, Frankreich und Deutschland, alle unter 10%, also hat Amerika immer praktisch ein Veto, wenn sie das wollen. Und deshalb, als dann im 1995 die Republikaner die Macht übernahmen praktisch, fiel eigentlich jegliche Neutralität bei der Weltbank weg. Die haben dann die Weltbank so beeinflusst, dass praktisch in all den entscheidenden Positionen die Ökonomen, also in Länderabteilungen, die Ökonomen ersetzt wurden durch neukonservative, neoliberale Ökonomen, die aus der Chicago School of Economics kommen oder auch zum Teil Harvard, aber diese ganze Denkart haben vom Neokonservatismus. Und sukzessiv ist das so weitergegangen und ist heute noch so. Heute werden also alle, also Schlüsselpositionen in der Weltbank von solchen Leuten besetzt. Was heißt das konkret? Das heißt also, heutzutage geht es eigentlich nicht mehr um ein Projekt, ein soziales Projekt, selbst wenn es normalerweise über, sagen wir mal, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre dauern würde, so durchzuführen, wie es eben dem Tempo eines Landes entspricht, deshalb aber fruchtbar wird und auch den Gewinn, den sozialen, ökonomischen Gewinn fürs Land abwirft, sondern eben das Geld muss schnell raus. Das Geld muss so schnell raus, dass man sich heute sagt, und fast 50% des Portfolios wird praktisch mit diesen Structural Adjustment Type Darlehen ausgegeben. Das heißt also, es wird mit einem Land diskutiert, was möchten Sie gerne, und vor allem das, was möchten Sie gerne, wird sehr stark von diesen Ökonomen in der Weltbank beeinflusst. Die sagen, hier im Industriesektor bräuchten Sie eigentlich Geld, oder sagen wir mal, die Strukturen für den öffentlichen Sektor müssen umgearbeitet werden. Damit sie das umarbeiten und vor allem privatisieren, diese Institutionen, die nicht gut funktionieren, wie eben Wasserversorgung, Elektrizität oder sogar in vielen Fällen das Schulwesen oder sogar Gesundheit, privatisieren, weil es funktioniert ja nicht. Damit sie das machen können, geben wir ihnen einen Kredit. Einen Blankokredit praktisch. Da kriegen Sie, sagen wir mal, 100 Millionen, 200 Millionen Dollar, das ausbezahlt nach einem gewissen Fahrplan, der eben bestimmt, was bis dann und dann erreicht werden soll. Dieser Fahrplan wird sehr selten eingehalten. Es wird auch nicht überwacht, was gemacht wird mit dem Geld. Das heißt, das Geld wird nicht mal so überwacht, dass was gekauft wird mit dem Geld den, ich sage mal, Procurement-Regeln der Weltbank entspricht. Mit anderen Worten, es liegt offen da und lädt zur Korruption ein. Und zwar diese Länder, die meisten Länder, die haben weder legale noch finanzielle Strukturen, die eben selbstständig die Korruption verhüten. Im Gegenteil, diese Strukturen, die sie haben, die laden die Korruption ein, wenn immer eine Möglichkeit besteht. Also würde ich sagen. Weshalb macht das die Weltbank? Einer der Gründe ist, vor allem Länder, die Rohstoffe haben, heutzutage Öl, aber auch andere Minerale, um diese Länder stark zu verschulden. Das heißt also, die Weltbank, die hat nicht nur selber gibt sie Darlehen und verschuldet ein Land, sondern mit einem Darlehen von der Weltbank wird auch gleichzeitig Ja gesagt der Finanzwelt, dass dieses Land verhält sich gut, dem kann man Kredite geben. Das heißt also, die Weltbank hat einen Leverage-Effekt. Und dann kommen die Privatbanken und schießen auch noch Geld rein. Und wer profitiert davon? Mal die Elite. Die Regierungselite, die reichen Leute der Länder, aber dass die Schuld, die muss letztlich dann vom Land zurückbezahlt werden. Und das gibt also Riesenverschuldungen, die dann nicht mehr zurückbezahlt werden, außer man macht riesige Konzessionen an Korporationen, die zum Beispiel Rohöl ausbeuten und praktisch fast nichts als Royalties hinterlassen, keine Steuern bezahlen oder sehr wenig Steuern bezahlen, weil der Druck ist eben da, dass so viele Schuld zurückbezahlt werden muss, dass sie froh sind, dass sie überhaupt die Möglichkeit noch haben, ihre Rohstoffe praktisch zu verschenken, um ihre Schuld wieder zurückzahlen zu können. Also Sie sagen, wenn ich das schwer vereinfache, die Weltbank kommt, gibt der Elite
Geld, damit sich die ruhig verhält, dass die die Sachen privatisieren, damit die großen amerikanischen Rohstofffirmen sich in dem Land möglichst günstig bedienen können. Können Sie das an einem konkreten Beispiel, an einem Land in etwa zeigen, was da abgeht? Ein Fall, der mir eigentlich sehr gut bekannt ist, kommt mir gerade in den Sinn. Und zwar ist das Madagaskar. Madagaskar ist eines der ärmsten Länder auf der Welt. Vor etwa 3 oder 4 Jahren an dieser G8-Konferenz in Schottland wurde, ich glaube, so 400 oder 500 Millionen Dollar an Schulden dem Land geschenkt. Jetzt gleichzeitig hat eben die Weltbank, also der Soft-Arm der Weltbank, die International Development Association, hat diesem Land einen Kredit von 400 bis 500 Millionen Dollar gegeben, einen Sorgenkredit, Structural Adjustment. Das wird allerdings da nicht so genannt. Das wird Budget Support Operation genannt. Das heißt, man direkt finanziert direkt das Budget. Aber alles andere läuft genauso weiter. Praktisch keine Überwachung, praktisch nicht mal eine Überwachung, in welche Sektoren es geht. Es wird zwar aufgezählt, diese Sektoren sollten benutzt werden. Aber man beobachtet das sehr wenig, was mit dem Geld geschieht. Und als ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren, 2,5 Jahren oder so, war ich in Madagaskar als Konsulent. Ich habe sehr oft in Madagaskar gearbeitet, in den 80er Jahren und anfangs 90er Jahren im Wassersektor und war damals vielen Leuten bekannt. Und einer davon, der war eigentlich mein Mitarbeiter Madagaskar, der ist dann aufgestiegen zum praktisch Deputy Minister. Und als er mich auf der Liste sah von den Leuten, als nur Konsulent damals, also vor 2 Jahren war ich ja bereits nur noch Konsulent, hat er mich sofort angerufen, hat mich aufgefordert, ihn zu treffen. Und ich habe ihn getroffen und hat mir gesagt, Peter, wie kommt das, dass die Weltbank dieser Regierung Millionen von Dollar gibt? Und wir wissen gar nichts, was damit geschieht. Und das ein Regierungsbeamter. Und tatsächlich, ich habe mich dann mit dem Country Director auseinandergesetzt. Ich habe gesagt, das bringt doch gar nichts. Das wissen Sie doch auch, dass in einem Land wie Madagaskar, die brauchen Sozialprojekte, sonst kommen sie nie aus ihrer Schuld raus. Der hat mir gesagt, du kennst dich nicht aus, halt dich da raus, wir wissen genau, was wir machen. Ich habe dann allerdings ebenfalls auf dieser Mission vor 2,5 Jahren festgestellt, dass im Süden von Madagaskar offshore ExxonMobil Öl entdeckte. Also das Land ist zwar mausarm, wird es auch bleiben, aber die haben Petrol entdeckt, das sehr wichtig ist für die westliche Welt. Und das dann wahrscheinlich mit einer vergrößerten Verschuldung sehr, sehr billig ausgebeutet werden kann. Peter König zum Fall Madagaskar. Zum Fall, der exemplarisch zeige, wie die Verschuldungsfalle gestellt wird, dort, wo vor allem Rohstoffe zu holen sind und wie die Falle zuschnappt. Er beschreibt eine Weltbank, die ihre Ursprungsziele vergessen hat und Instrument der großen multinationalen und amerikanischen Firmen geworden ist. In seinem Roman fällt das ganze System in sich zusammen. Es implodiert. Ist diese Implosion tatsächlich eine Perspektive? Aus meiner Sicht ist es eine Perspektive. Im Buch ist es vielleicht ein bisschen extrem beschrieben, aber gucken Sie mal, wenn man heute sieht, was in den letzten Jahren gelaufen ist, vor allem unter der gegenwärtigen Bush-Administration, wie sich der Dollar abgewertet hat. Der Dollar ist nicht mal das Papier wert, auf dem es gedruckt ist. Spielt aber keine Rolle. Amerikaner können doch einfach Dollars drucken. Ganz genau, das machen sie auch. So finanzieren sie ihre Kriege, indem sie einfach Geld drucken. Und zwar können sie sich das erlauben, weil praktisch die ganze Welt den Dollar braucht als ihre Reservewährung. Es läuft so, dass Amerika genau weiß, dass die ganze Welt von ihnen abhängig ist, weil eben der Dollar nach der Konvertierung oder nach der Abwandlung vom Gold als Reservenwährung, der Dollar diese Rolle übernahm. Das heißt also mit anderen Worten, wenn zum Beispiel der Dollar stürzt, total abstürzen würde, von heute auf morgen würde China 2 Trillionen Dollars verlieren, nicht? Und das will China nicht. Also ein Prozess hat begonnen der Diversifizierung. Die Länder, die sehr viel Dollar haben, auch die Europäische Union, die werden mehr und mehr sich auf andere Währungen stützen und ihre Tresorerien aufbauen mit anderen Währungen. Zum Beispiel in Europa ist es logisch mit dem Euro,
aber auch langsam und immer mehr mit dem chinesischen Yuan und dem Yen. Und China macht das auch immer vermehrt, Euros aufzukaufen und vor allem asiatische Währungen, weil wahrscheinlich in erster Linie, also nicht wahrscheinlich, sondern ganz gezielt, das Objektiv von China ist, den asiatischen Markt zu kontrollieren. Nun, wenn eines Tages die OPEC-Länder oder sogar nicht mal die OPEC, sondern nur eines oder zwei wichtige ölproduzierende Länder bestimmen, sie möchten jetzt ab morgen ihr Petrol in Euros verkaufen und alle anderen folgen würden, was würde dann geschehen? Dann würde wahrscheinlich der Dollar tatsächlich kollabieren. Und das ist nicht mal so weit hergegriffen, denn Venezuela hat das schon oft angedeutet. Deshalb besteht auch so ein Riesendruck auf Venezuela von den Amerikanern. Iran hat das sogar bereits begonnen in 2007 und hat Amerika mit allen möglichen Sanktionen an europäische Banken gesagt, ihr akzeptiert keine Petro-Euros von Iran oder sonst, nicht? Und das haben dann alle gemacht. Ich glaube, die letzte Bank, die kapitulierte, war die Deutsche Bank. Und alle Schweizer Banken und die anderen Banken, die haben da auch so weitergemacht. Also meines Erachtens, der ganze Druck auf Iran von wegen Atomwaffen ist nur ein Mittel, um die Welt davon abzulenken und vor allem Iran davon abzulenken, wiederum ihre größten Gasvorräte und etwa zweite oder drittgrößte Ölvorräte in Euros zu verkaufen, um das zu verhüten. Also meines Erachtens, wenn so etwas geschehen würde oder weiterhin das Vertrauen in den Dollar stürzen würde, wie das, man sieht ja, wie der Dollar abgeschwächt wurde innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, wenn dieser Trend weitergeht, dann kann es ohne weiteres zu einem Kollaps kommen. Nun, was wäre die Alternative? In meinem Buch Implosion deute ich an, dass es verschiedene Alternativen geben könnte, und zwar gibt es Alternativen, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, weil wir nicht in einem Milieu aufgewachsen sind, das etwas anderes denken kann als unser kapitalistisches System. Aber ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass es eine andere Sozioökonomie gibt, in dem das Wohlergehen des Menschen als Nummer eins steht. Und wenn wir das erreichen, und in Europa haben wir das größtenteils erreicht, dass jeder so viel hat, wie er braucht, und dass wir vertrauen können, dass das so weitergehen wird, dann brauchen wir eigentlich nicht mehr. Dann brauchen wir keine Aufhäufung von Kapital mehr, keine individuelle, sondern können diesen Mehrwert, der erzeugt wird, auf etwas anderes umwälzen, zum Beispiel auf Forschung oder zum Beispiel zuerst mal diese Länder oder diese Völker, die noch unter unheimlicher Miserien und Armut leiden, die auf ein Niveau bringen, wie wir es heute haben. Also eine Art soziale Marktwirtschaft à la Ludwig Erhard. Vielleicht ein bisschen weiter, als Erhard gegangen ist. Aber ja, in diese Richtung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es anstatt von diesen Freihandelszonen, wo immer wieder das Geld im Vordergrund steht, dass es einen Handel gibt zwischen Gemeinden oder zwischen Individuen oder zwischen Ländern, der sich aus Tausch ergeben würde. Und ich meine damit, dass wir nicht zurückgehen ins Mittelalter. Im Gegenteil, meint Peter König. Der Waren- und Leistungstauschhandel, wie er schon einige Male angedacht wurde, könnte auch der wild gewordenen Finanzwirtschaft den Wind aus den Segeln nehmen, die Zukunft für Neues öffnen. Nicht mehr der Handel mit Geld, sondern der Handel mit Gütern stünde im Vordergrund. Nicht mehr die Finanz, sondern die Ökonomie, die Nationalökonomie würde wichtig. Das heißt also, im Gegensatz zu dem Trend, der heute existiert, von einer Globalisation, das heißt, dass vor allem die Elite davon profitiert. Es geht darum, die ganze Welt einheitlich zu gestalten, dieselben Werte zu vertreiben, die Kulturen zu töten praktisch, und davon profitieren sind die großen Kooperationen. Es gibt da auch einige Europäer dabei, auch japanische, aber vorwiegend zu den größten, 70% der größten sind Amerikaner, 70 oder 80%, und die wachsen immer mehr durch Fusionierungen. Und deshalb ist die Globalisierung eigentlich nichts, was den Armen hilft. Im Gegenteil, die Globalisierung hilft, die Kluft zwischen Arm und Reich zu vergrößern. Und je mehr die vergrößert wird, je mehr gibt's Konflikte und Kriege. Das kann nicht verhindert werden mit diesem System. Das ist praktisch ein Teil von diesem System. Meint der Globalisierungskritiker Peter König. Die Weltbank sollte der Entwicklung der Länder dienen, sollte dazu dienen, die Armut zu bekämpfen. Dieses Ziel
habe sie weit verfehlt. Man kann ohne weiteres sagen, dass sich diese Organisation, die Weltbank und der IMF und andere ähnliche wie die IDB, die haben in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren Trillionen und Abertrillionen, 1000 Milliarden, wie eine Trillion, ne, in Entwicklungsländer investiert, unter dem Vorwand, die Armut zu reduzieren. Das Resultat ist aber praktisch null. Sogar könnte man eher sagen, dass sich der Graben zwischen Arm und Reich vergrößert hat. Das ist vor allem der Fall in Südamerika, wo während den letzten 20 Jahren der Graben mächtig gestiegen ist zwischen Arm und Reich, also hat sich verbreitet, und das sogar gemäß einem Weltbankrapport. Wenn man Afrika ansieht, wo eigentlich der Großteil der Entwicklungshilfe hingeflossen ist in diesen letzten 40, 50 Jahren, kann man sagen, da ist gemäß einem World Economic Forum Report ist das Durchschnittseinkommen des Afrikaners um $200 gefallen zwischen 1974 und dem Jahr 2000. Das spricht doch eigentlich für sich, dass irgendetwas nicht klappt.